Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Freut mich, dass wir so viel dabei sind. In unserem heiligen Video geht's. Wer weiß, genau. Es kommt der Palmsonntag, es geht um Palmbuschenbinden. Das ist eine uralte Tradition und ist früher eigentlich vom Papa zum Sohn immer weitervermittelt worden. Mittlerweile machen es meistens Frauen. Aber ich möchte trotzdem gerne zeigen, wie das geht. Und wie wir das da bei uns im Mühlviertel in Oberösterreich machen. In Deutschland machen sie es ein wenig anders, in Salzkammergut machen sie es ein wenig anders, in Tirol machen sie es ein wenig anders. Und bei uns, aber im Prinzip geht es immer um eins, dass man nämlich 7 Sachen hernimmt, was in den Palmbuschen reinkommen und dass Äpfel drauf sind. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie man so einen Palmbuschen bindet. Also anfangen tut man in der Mitte mit einem Haselnussstrauch. Der bildet den Mittelpunkt. Man gibt dann, je nachdem wie viele Kinder das man hat und wie viele Erwachsene, für jeden Apfel drauf. Früher waren ja die Palmbuschen ganz riesengroße Dinger. Heutzutage werden die immer kleiner, weil die Kinder nicht mehr so große schleppen wollen. Das ist quasi der Anfang, so fängt man mit den. Das ist die Grundvoraussetzung für den Palmbuschen bei uns. 3 Äpfel übereinander. Nachher bindet man einfach verschiedene Sachen, also die wichtig sind beim Palmbuschen. Das sind der Buchsbaum, das ist die Zeder oder Juniperus, also der Wacholder, dann die Haselnuss, dann der Ilex, der ist so grün mit den roten Beeren im Herbst. Dann die Lerche. Wichtig ist noch ein trockenes Eichenblatt, nimmt man bei uns. Und natürlich die Palmkätzchen. Die Palmkätzchen zum Beispiel, die blühen ja bei uns schon viel früher, also schon im Februar. Das heißt, die muss man da schon schneiden, dass dann am Palmsonntag genau blühen. Das Haselnuss blüht normal, treibt normal auch Anfang April, Mitte April erst aus. Darum schneidet man die auch 2-3 Wochen vorher runter und gibt sie in Wasser und stellt es drinnen auf, dass das dann alles schön grün ist. Genauso die Lerche. Die Birke haben wir noch vergessen. Wo haben wir die Birke? Da ist die Birke. Ja, da schaut ganz leicht aus drin. Das sind die 7 Sachen, was man verbindet eben. Was man dann braucht, ist eine Baumschere und natürlich Wickeldraht. Früher hat man Weide genommen, aber wir haben jetzt keine da leider. Und nehmen wir einen Wickeldraht. Geht ein bisschen einfacher. Man fängt dann an, dass man den Mittelpunkt hat. Man sucht sich innen der Ost, was ein wenig gut abdeckt. Der kommt da mal unten her. Und dann bindet man einfach mit dem Wickeldraht mal rüber. So. Das hält dann ein bisschen. Dann kann man einfach x-beliebig, dann nehmen wir jetzt einen Buchs, die Eiche, geht man immer so einen Kreis rüber. Da kriegen wir schon eine Palmkatzel mit rein, eine Birke. Wenn man dann so einen Kreis gefunden hat, bindet man einfach mit der Wickeldraht wieder rüber. Früher haben wir das immer bei meiner Oma gemacht. Das war immer ganz lustig. Mit dem Opa, mit der Oma, und wir haben da immer gewerkt. Es hat ein bisschen Moos dazu gegeben. Und die ganze Familie ist früher zusammengekommen bei uns und hat das in der Stube bei ihnen gemacht. Da habe ich auch mit bei. Aber mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Man soll dann schauen, dass man rundherum da immer ein bisschen höher wird. Dass man das anordnet, das rundherum gleichmäßig die Sachen verteilt sind.
Unseren Tele interessiert es auch, wie es zum Beispiel in Deutschland gebunden werden. Also es könnt zurück in die Kommentare reinschreiben, wie das bei euch gemacht wird. Also ihr kennt ganz viele verschiedene Arten. Das ist halt das typische oberösterreichische beim Buschenbinden. So, jetzt haben wir eine Lerche. Wenn man dann ungefähr so weit ist, wichtig sind auch die 5 Haselnussstücke quasi. Die ordnet man dann da mal an. Man braucht dann schon ein bisschen Kraft, dann haben das früher die Männer gemacht, weil je dicker das wird, desto schwerer ist das natürlich auch. So, da haben wir die Anordnung. 3, 4, 5. Da haben wir noch einen Buchsbaum, einen Wacholder. Der sticht so schön. Dann bindet man den bis da unten ganz fest zusammen. Also zu stark darf man auch nicht anziehen, sonst bricht es. Man muss dann schon ein paar Mal rüber drehen, dass das alles gut hält. So, das hält jetzt mal so. Dann schneidet man den Draht einfach runter da. Steckt den Arbeiter mittens durch den ganzen Buschen durch. Ja, wenn man dann so weit gebunden hat, dann nimmt man die langen Zweige einfach von oben da, diese Haselnuss, wirkt sie so zusammen, dann hat man da diese wunderbare Krone, dass die in der Mitte drinnen sind, und bindet einfach ein paar so verschiedenfärbige Schleifen da drum, das gehört mir wichtig dazu. Das macht dann auch ein bisschen stabiler. Bei uns war es dann so, wenn man am Sonntag den Ballenbuschen nach Hause gebracht hat, ist man meistens zu Oma gegangen und hat ein Stück gekocht. Und ein Stück mit der Mama, und ich habe mal ein paar Schilling gekriegt, da hat man noch keine Euro gehabt. Und somit hat uns das immer extrem getaugt, wenn man so Ballenbuschen. Also beim Sonntag war immer ein super, super Tag für uns. Das schaut dann ungefähr so aus. Eine rote Schleife füllt, aber die habe ich halt leider nicht gefunden. Das ist ein original Mühlviertler Ballenbuschen. Also jetzt in meiner Jugend waren die 3-4 Meter hoch, der ist jetzt gerade einmal 1 Meter. Aber das ist einfach, weil man nicht mehr so groß tragen will. Was man dann nur macht, ist unten einfach so ein Holzstück. Das steckt man dann da unten durch. Das hält dann alles wunderbar. Der geht dann da mittens rein. Da unten kann man dann ein Stofftuch oder sonst irgendwas runterbinden. Und somit ist der Original Ballenbuschen fertig. Was vielleicht nur ganz wichtig ist, und was uns unser Opa erzählt hat früher, unsere Oma, wenn man so geweichte Palmkätzchen schluckt am Palmsonntag, dann kriegt man ganz zwar kein Halsweh. Und wenn man Apfel isst, so einen guten, dann wird man ganz nicht krank. Man hat auch früher die Palmbuschen dann auf die Felder gesteckt, zerlegt und auf die Felder gesteckt, damit sie fruchtbar sind. Und damit hat es auch ein bisschen was mit dem Gartenbau zu tun. Also wenn ihr sowas machen wollt, schnappt ihr ein Kind, eine Familie, dienst ihr einen Palmbuschen. Das ist ein lustiger Brauch.